Herzlich willkommen heute beim Chaos Kochen auf Krypto TV. Ich bin Kryptomyst. Ich sehe mich immer nach Informationen um, die im Bewusstsein der Erdenmenschen nicht immer gleich oder besser gesagt genauer gesehen werden. In meinem Gedächtnisfeld geht nichts verloren und wird es in den Zeitaltern und Äonen der Menschheitsgeschichte auch noch so tief vergraben oder versteckt. Mein Gedächtnisprotokoll vom morphogenetischen Feld kann, wenn ihr es so haben wollt, alles wieder in Wort, Bild, Ton und Schrift ans Tageslicht bringen. Bei besonders erwachten Menschen kann ich sogar die dazugehörigen Gefühle und Empfindungen wieder spürbar machen. Diesmal habe ich meine Fühler dem gesunden Essen ausgestreckt. Heute im Speziellen dem veganen Kochen. Vor 2 Jahren haben Reini und Roman Michael jenseits des ersten Milchstraßenarms ein galaktisch leckeres und gesundes veganes Essen ans Tageslicht gezaubert. Ach, wie schön es doch für mich ist, da ich ja in allen Zeitebenen zugleich existiere. Und so kann ich den Geschmack des leckeren Serviettenknödelsalates immer wieder aufs Neue auskosten. Ich empfehle euch, den Krypto-TV-Team gut zuzusehen, damit auch ihr in diesen Genuss kommen könnt. Dem leckeren veganen Serviettenknödelsalat in Essig, Mayo und Kürbiskernölmarinade. Wenn ihr genau zuhört, werdet ihr auch viele andere nützliche Tipps des Alltagslebens mitnehmen können. Und somit gebe ich nun meinen Gedächtnisspeicher auf Bühne 9 für euch frei. Viel Spaß und Erfolg beim Nachkochen! So, jetzt sind wir bei Reinis Küche und der Roman ist zu Gast und er schneidet gerade die Zwiebeln einfach und jetzt zur Zeit sogar die Knoblauch ziehen. Romulus. Ich bin anonym. Romulus. Ich bin der Kryptomys. Da haben wir die Knoblauch ziehen ganz groß, dann haben wir eine da ganz in die Hand. Dreh den Kern raus, dann kann kein Mädel mehr sagen, du stinkst noch Knoblauch nach dem Essen, weil wenn man den da rausholt, dann stinkt man nicht noch Knoblauch. Cool, ja. Übrigens, da liegen so die Zwiebeln, über die haben wir zuerst noch nicht gesprochen, aber die kommen auch irgendwo hin. Mal schauen, wo er die nachher hin wird. Auf jeden Fall ist er bemüht sich total, dass es absolut so verläuft, wie es möchte. Mittlerweile hat er auch ein großes Messer, zuerst hat er ein kleines gehabt, das hat ihm nicht was ertaugt. Tja, und da kochen natürlich die Kartoffeln, dass man das einmal ganz gut sieht. Ich werde natürlich das jetzt noch extra beleuchten, dass man das noch besser sieht.
Studio gekocht. Ja, das Sprudeln, die kochen, die haben ungefähr jetzt so 10 Minuten drinnen und sie werden wirklich langsam wach. Ja, so schaut es beim Kochen aus. Gehen wir wieder auf die Knoblauchzecken drüber. Da wird wieder geschnippelt und geschrippelt. Das Ganze ist ja so, wir machen da Knödeln, auch vegan. Vegane Serviettenknödel. Vegane Serviettenknödel, dass ich das gleich perfekt nachspreche, ne? Das heißt ohne tierischen Zutaten. Ist alles möglich, sogar die Eier braucht man nicht von den Tieren nehmen. Es gibt da sehr gute Artikel, die was da mindestens genauso gut sind. Mindestens nicht sogar besser. Von der Verdauung her sicher besser, vom Geschmack her ebenbürtig. Und von der Gesundheit exzellent. Ist doch ganz interessant, wie ich so, gell? Wird doch. Mittlerweile haben wir genaue Minuten drauf auf dem Video. 2 Minuten 28 haben wir jetzt. Also das heißt, ich habe schon wieder überhaupt nichts überzogen oder untertrieben. Wir dann weiter. Es ist ja so, dass man da Muskatnuss reinlegen, das gibt da jetzt Creme, ganz fein rein. Das kommt in Knödel rein, also in Serviettenknödel und wahrscheinlich auch ein bisschen Salat. Mhm. Genau, Salat auch gleich. Die Kartoffeln haben mittlerweile durch, das kann man mal sagen. Das macht man einen Messertest, da zieht man den Messer rein. Und wenn der Kartoffel runterfällt, so wie es jetzt passiert ist, dann ist der Bart halt durch. Ja? Okay, aber mach ich es noch. Schaut her. Jetzt heben ihn hoch und dann fällt er wieder runter. Das heißt, der ist durch. Das Ganze schaut jetzt ein bisschen benebelt aus, weil natürlich da ein Dampf ist. Gell? Aber macht nichts, so ist das Leben. Manche haben anders am Dampf, ne? Kann das jetzt ein bisschen groß machen, weiter weg machen, vielleicht von dem Sinn ist das Satz her. Da fällt der Kartoffel auseinander. Also, das heißt, die Kartoffeln sind alle schön durch. Kartoffel, das ist natürlich gelungen. Und jetzt mache ich wieder ein kleines Pausal. Kannst, dann zeige ich dir einfach, welche Gewürze dazu tun. Mhm. Wir haben jetzt für die Knödel einmal Üsop. Das ist fast wie Pfeffer, so ein kleiner Pfefferersatz. Aber natürlich geben wir trotzdem noch frisch gemahlenen Pfeffer dazu. Dann haben wir süßen Paprika und Ingwer. Ingwer ist sehr wichtig, das ist natürlich ganz vom Feinsten. Ne? Ja, morgens Ingwer und abends Kalmus, dann bleibst du ewig gesund. Dann bist du fast unsterblich. Wir werden natürlich ein paar Kräuter. Italienische Kräuter, ne, und so weiter und so fort. Ne? Und zu Knödeln passt auch noch Oregano. Oregano ist auch ein bisschen italienisch. Ne? Ist natürlich in den Liedern auch ein bisschen drin schon. Ne? Alles klar. Haben wir es da? Ein Salat natürlich fast dieselben Gewürze. Das kommt auch aus der eine. Ach, du staubt. Jetzt Grippe staubt er so. Ein Schuss Paprika. Ah, da geht's da hin mit Paprika, gell? Dann haben wir ein bisschen Ingwer. Ingwer gar nicht zu viel immer nehmen. Ingwer dezent nehmen. Bei Blut weil der sehr intensiv ist. Ja, und verdünnt das Blut sehr stark, also wir müssen auch Blut da recht aufpassen bei Ingwer. Allerdings, wenn du ein zu dickes Blut hast, ist ja fantastisch. So, Pfeffer wird man noch. Also das betrifft jetzt alles den Salat, gell? Na, was hat da für Einstellung ist dazugekommen? So, da wird geriert und gewürstelt und gewastelt. Geht dahin, geht dahin. Geht überhaupt was raus? Das weiß ich nicht, aber du kennst das Gerät bis. Jetzt geht da, jetzt hört man es richtig knacksen. Dann brennt die ätherischen Öle drin, wenn man frische Kugeln... Schaut her, und da, man auch sieht, um was für Salat das geht. Da haben wir ein bisschen Salat dabei, so ein Heipelsalat. Der ist ein bisschen... Jetzt sieht man das vom Feinsten. Hätten wir vielleicht verlängst, früher das Licht machen können. Das ist da drinnen, ein Heipelsalat und ein bisschen kleine Tomaten, die Dingstomaten. Man muss halt sagen, wir haben gerade Winter, wir können natürlich nicht die besten Tomaten jetzt haben. Wie immer kommt ein bisschen Zwiebel dazu und wie immer kommt nicht Paprika dazu, ne? Alles dabei. Und wir haben alles da. Also, dann mache ich wieder ein kleines Pausal, weil jetzt müssen wir wieder vorbereiten,
irgendwie weitermachen. Was jetzt? Ah ja. Also nimmt man das Leppenfach, braucht man ins weiße Wasser greifen, dann schneidet man das Teil ein bisschen auseinander mal, geht man mit dem Wasser zum Abschön und dann zieht man das einfach so runter, das geht dann fast schon wie aus der Pistole, blind. Im Sommer darf man zwar noch die Schalen drauflassen für einen Salat, nur dass im Winter die Kartoffeln nicht behandelt sind, darf man die Schale doch nicht mitessen. Noch einmal das zum Zahn. Also wenn du das in der Mitte auseinanderschneidest, kannst du das schön angreifen und das ist eigentlich ganz praktisch. Also ich tue mir schon am leichtesten. Dann wird er schnell nackert. Ja. Wie gesagt, nochmal außer da, letztes ist jetzt übrigens so, weil wir haben es auch gemacht. Bitte hinlegen, kein Stress, in der Mitte auseinanderschneiden, kühlen sich schnell ab. In dem Fall, weil das Fenster noch nicht offen ist, kühlst du schnell ab. Das heißt, er ist nicht so heiß, brennst du nicht und dann geht es dahin, zack, und siehst du da wie ein 0,15 bei dir. Ich meine, ein paar so schwarze Blätter drauf sind, dann ziehst du den Messer drüber und dann ist das auch nochmal weg. Und wie gesagt, normalerweise darf man die schon mitessen, weil es sehr nahrhaft ist, aber im Winter sind es halt behandelt, die Kartoffeln. Da essen wir es lieber nicht. Machen wir nochmal so stellen. Eigentlich ist das schon fertig und die Kartoffeln haben sie gekühlt. Zack, bumm. Wunderbar. Ja. Ist das mit Ton? Hier haben wir Eiersatz. Das ist aus ohne Milch, ohne Ei, ohne Nüssen, ohne Erdnüssen, ohne Sesam, ohne Sojaprodukte, reines Weizen. Ohne Sesam. Wir brauchen sozusagen jetzt 6 Eier quasi, also brauchen wir pro Ei Ersatz 2 Teelöffel mit 40 Milliliter Wasser. Wir nehmen 6 Eier, also 120 Milliliter. Und dazu geben wir dann 6 gehäufte Teelöffel da rein. Eierlöffel. Mhm. Und dann. Also pro Teelöffel ein Ei ungefähr, ne? Und dann wird das einfach mal gescheit zusammengewürfelt. Aber das ist richtig, pro Teelöffel ein Ei, ne? Nein, 2 Teelöffel. Ein Ei. Genau. Okay. Und 40 Milliliter Wasser. Also 12 Teelöffel sind 6 Eier, ne? Ja. Also ein Dutzend Teelöffel ist ein halbes Dutzend Eier. Wir haben jetzt 120 Milliliter Wasser genommen, 6 Teelöffel. Von ca. 6 Eiern, 12 Teelöffel, wie wir gesagt haben, nein, wie wir zuerst gesagt haben, so viel ist es ungefähr. Das heißt, da können wir 4 Personen locker Knödel essen. Ne? Das wären ungefähr 8 Knödel, ne? Dann kann ich was auch mitschneiden. Das wären Serviettenknödel. Oh, fette Serviettenknödel haben wir auch gesehen, ne? Knödel. Ja, also Serviettenknödel, ne? Ja, wir sind ja Serviettenknödel. Wir Österreicher wieder mit den Runden, weißt du, die Serviettenknödel kommen ja eigentlich nicht aus Österreich, die kommen aus der Slowakei. Aus der Slowakei? Ja, und... Du bist jetzt nur aus Slowakenknödel. Ja, was heißt denn Serviettenknödel? Keine Ahnung, warum die so heißen. Auf jeden Fall, ungefähr werden das 8 Knödel werden. Österreich ist, was ist das? Das ist Knoblauch. Das ist Knoblauch, frisch gerieben. Und Ingwer, wie ist das mit Ingwer? Ingwer ist ein Wahnsinn. Ingwer, so, dann die Knoblauch, dass man das aussieht. Fertig, danke. Ich kann den Anschluss dran. Das war jetzt die Knofe, das ist der Rest davon, also mehr braucht man nicht dafür. Ich stehe nicht besonders drauf, ich habe immer Probleme gehabt gehört, aber eben alleine schon als frischer Ingwer-Tee. Wenn du vor der Früh Ingwer ist das Beste, vor allem davor. Beim Aufstehen Ingwer und am Abend Salmus. Das sind die Chinesen, die werden uralt deswegen. Ah, ja. Mhm. Ja, die chinesische Weisheit. Das Blut, das Ingwer, morgens ja. Ingwer, abends Kalmus. Ja, dann, wenn sie es verzeihen. Zum Beispiel wie Aloe Vera super gesund ist, aber Schwangere wieder nicht nehmen sollten, weil das Kind abführen kann. Weil das sehr abführend ist. Ich würde sagen, manche hätten da nicht einmal wahrscheinlich so gut. Abgesehen davon natürlich wieder. Und du hast Aloe Vera interessant. Naja, meistens dann auch so, wenn sie das Pfandl einschalten, dann schütten sie Öl rein, wissen sie nie, wo das Öl eigentlich zum Brutzeln hat. Gib euch einen Tipp, tat ein bisschen Zwiebel rein, und wenn es dann so brutzelt, kannst du den Rest reinlassen. Das heißt, die Pfanne hat eine gewisse Hitze, und du kannst den Zwiebel anerhitzen. Warum wir den anerhitzen, den Knödel? Ganz klar, Zwiebel enthält Blausäure, und die wollen wir natürlich im Knödel nicht drin haben, die Knödel wollen wir, gibt es ab und zu, dass es nicht gleich ist, und deswegen werden wir das anschwitzen. Nochmal, der Zwiebel ist da und der kommt jetzt da husch rein. Das Anschwitzen hat dann natürlich auch wieder den Vorteil, wenn man es in die Knödelmasse tut, dann haben wir schöne Feuchtigkeit auch noch. Und schön ölig. Und dann hält der Knödel auch gut, weil nicht also, nur Ei einfach die Knödelmasse gut zusammenhält, sondern auch eine gewisse Ölmenge. Sag mal, hörst du das, bis es brutzelt? Wow, das brutzelt. Also das heißt,
perfekt erwischt, wie immer halt. Ich sag, gewisse Tipps sind nie schlecht. Den Knoblauch gehen wir ein bisschen später dazu, weil der natürlich empfindlich ist wie der Zwiebel und dann sonst die Nährstoffe drauf. Mhm. Ja, und wenn man zu früh reintut, dann wieder bitter und das ist auch grauslich. Das wollen wir nicht. Obwohl bitter ja sehr angenehm ab und zu ist, vielleicht bei einer Schokolade und so, aber bei einem Grill eher nicht. Das ist dann der Grapefruit ist nur da. Leckere andere Sachen. Ja, übrigens wird die Schokolade erwähnt, wo es noch ein bisschen Milch dabei ist. Ja, und gibt es vegane Schokolade. Also. Vegane Schokolade gibt es auch. Aber, naja, gesagt. Wenn man Schokolade leckere machen will, ein paar Teelöffel Kakao reinen, ein bisschen Rohrzucker dazu, mit Wasser vermischen, rühren, super Schokolade. Aber das ist nicht ein nicht ein Knödel rein, das passt nicht. Ja. Das sagen vielleicht die Engländer, aber nicht wir. Ja. Gut, da geht's dahin, brutzelt ganz gut, wird richtig glas angeschwitzt, funktioniert ganz sicher. Wird nur Menschen kennen Sauna vertragen oder Zwiebel? So, jetzt können wir mal den Knoblauch dazu tun. Ein bisschen kalten wir uns den Salat auf. Natürlich kennt ihr in Salat und Zwiebel auch nicht da, aber das tun wir halt nicht, weil wir halt meistens hätte gefreut. Heute braucht man einen ganzen Zwiebel für den Knödel. Genau. Wir haben halt auch so unsere Launen. Nein, da sind immer gleich drauf. Gell? Von den 18 Zwiebeln hätten wir genug, dass es uns glaubt, da liegt noch genug. Gell? Aber da geht's weiter. Ja, ein bisschen braun, schon ist ein Wärm, gell? Haben wir da ganz mild eingeschaltet, wie viel Grad haben wir noch? Vollgas. Ja, das ist langsam her. Verstehe gar nicht, dass der Hund so langsam ist. Aber es eigentlich gefällt es halt auch nicht gar so. Ja, also wenn er da schon gut braun angeschwitzt ist, dann sehen wir uns wieder. Jetzt machen wir eine kleine Pause halt wieder, gell? Weißt du, das ist eben das Schlimme, dass die Akkus so robust und unkompliziert das sind. Ja, ich weiß, wir haben mit dem Akku geredet, wir haben das Handy mal zwischenladen müssen. Ist immer so. Ja, und jetzt reden wir über das Essen weiter. Ja, also, das Essen ist viel wichtiger. Jetzt haben wir wirklich schön angeschwitzt. Sekt, fast goldbraun. Schön goldbraun. Das heißt, perfekte Farbe, wie immer halt. Und das heißt, der Zwiebel, der fängt nicht mehr zum Anblauen an. Also keine Blausäure mehr. Das heißt, die Knödel können wir knillig essen. Und vor allem, wenn wir jetzt, ihr könnt es nicht riechen, aber wenn ihr den Geruch in der Nase macht, wisst ihr schon, wie die Knödel erst gut sein werden. Ja. Mhm. Leider gibt es noch keinen Geruchsfilm, aber vielleicht erfinden wir das in den nächsten 5 Jahren. So, wir sind jetzt streng unterwegs. Ja, wir machen da eine kleine Zwischeneinblende. Unsere Spitzbuben haben wir natürlich auch dabei. Die haben mitten in der Küche drin. Die werden eigentlich nicht gegessen. Die schwimmen nur einmal an. Ja, damit. Die dürfen gerne essen, so wie es ausschaut. Aber die möchten gerne was fressen. Aber die haben jetzt schon was geguckt. Die kriegen später wieder was. Wir haben nicht nur goldbraune. Da, schau. Mal schauen. Hans, da die Spitzbuben. Die haben wir recht erfreut, die will man anders. Großfischige Braune. Ja, einen gelben Burm, dann einen gescheckerten und da ist der orange Batsche. Im Hintergrund hört es natürlich auch Musik, die gehört natürlich auch zum ganzen Kochen dazu. Beim Kochen muss eine gute Atmosphäre sein, damit es auch Spaß macht. Machen wir frei. So, das sind jetzt die Zutaten. Noch einmal die angeschwitzten Zwiebeln. Dann die Eier, die eingerührten. Das ist der Gewürzteller. Da eine ist noch weiter nichts, weil da wird nämlich die Knödelmasse reingemacht. Nur mal auf die Drucker, das ist die Milch. Natürlich keine Milch aus tierischen Sachen, sondern das ist eine Hafermilch, dass man es ganz genau sieht. Kann aber Reismilch nehmen oder Sojamilch oder Dinkelmilch gibt es. Mandelmilch ist halt ein bisschen sehr geschmacksintensiv, wenn es schmeckt. Wir nehmen auf jeden Fall nur mal, dass man es ganz genau sieht. Hafermilch, gell? Bei Salz natürlich auch ein bisschen aufpassen, nicht irgendein Salz nehmen. Ein Jod oder Fluor. Ein Jodes Salz ist ganz gut. Wir nehmen da jetzt das Himalaya-Salz, das ist natürlich vom Feinsten. Wie gesagt, die Kartoffeln habt ihr zuerst gesehen. Den darf man nicht rein, den nimmt man für was anderes her. So. Das Knödelbrot wird jetzt da reingeschmissen. Wir werden jetzt circa, die Thermen machen wir 10, oder? Also, wenn man ein bisschen Kochenfarbe hat,
dann macht man das nach dem Kühl und sonst mischt man es raus. So. Ja, der Romulus macht das ganz nach dem Kühl. Da wären ungefähr 4 Leute, haben wir gesagt. Darum würde ich sagen, eine Handvoll noch. Könnte fast hinkommen, oder? Ja, das passt sicher. Es schaut ganz nett aus. Wie gesagt, bei Knödelbrot ist nichts drin, was wieder tierisch ist. Das heißt nur Möhre und Weizen eigentlich. Und was ist eigentlich nur drin? Liebe. Ja, sehr viel Liebe, ja. So, jetzt geht's dahin. Natürlich die schön angeschwitzten Zwiebel oben drauf. Schaut, wie das gut ausschaut. Das geht da rein. Und das sieht man kann mal, da wird es da reingemacht. Zwiebeln, Knödelbrot. Funktioniert vom Feinsten. Kein extremer Kontrast, beides ist hell. Jetzt kommt der Eiergatsch. Der kommt da einmal reingeschnallt, wie man halt die Knödel auch sonst macht, nur halt auf einem anderen Ort. Vegane, pure, liebevoll zubereitete, besonders und schmackhaftes vor allem Essen. Gleichwertiges Essen und vor allem etwas gesünder. Die Milch, die werden wir ein bisschen schüppeln, weil dadurch das Hafermilch ist, kann sie unten natürlich ein bisschen... Erst einmal macht es in der Kamera voll nicht Spaß, das schaut aus, wie wenn es eine Schüttelfrost ist. Aber ist ja scheißegal, wir wissen nicht, was genau. Ein kleiner Fleisch im Pulm gehört dazu. Gut geschüttelt, ist gut gerüttelt. Und dann macht man die Sache auch noch. Nur geschüttelt, nicht gerührt. Wir brauchen ungefähr jetzt für die Menge, sagen wir mal, einen halben Liter, ja. Rennt da eine wie eine Raketen, schießt dahin. So, und Schmacki drauf. Und jetzt kommt der Moment, wo man pur mit den Händen reinfährt und dann wird geriert. Gesund für die Hände, gesund für den Knödel und gut für den Geschmack. Und gesund für die Verdauung natürlich später, ne? So geht's dahin. Hat jeder was davon. Also die Sache ist eigentlich gar nicht schlecht, weiß ich mal auch was. Wenn man sich eine Sache selber macht, für sich selbst auch tut, das heißt für den Seelischen was. Macht eine richtige Freude, das zu machen. Ah ja, natürlich die Butter müssen wir noch ein bisschen unterrühren. Die haben wir noch vergessen. Natürlich wiederum die Butter ganz speziell, ne? Nicht aus irgendeinem Rindviech. Butter wird ganz speziell. Hier kommen wir. Kleinen Moment, das dauert jetzt ein bisschen, weil es ist ja nicht so schnell geht. Dann haben wir die Butter, wo haben wir die überhaupt hin? Butter werden wir ein bisschen warm machen, damit in die Flüssigkeit die einrühren kann. Mhm. Für Butter nehmen wir. Es gibt zwei verschiedene, als mit der am meisten zufrieden, voll vegan und voll Zusatzstoffe frei. Jetzt haben wir für eben die Menge, was wir jetzt haben, sind das 20 Decker, würde ich sagen. Das dürfte passen. Naja, fängt eh so zum Drehen an. Ganz, ganz fein. Das heißt, die Temperatur ist schon da. Und das lässt man dann auch wieder drinnen. Wie es halt so gehört. Ganz eine geschmeidige Angelegenheit. Schau, wie schön das ist drin. Natürlich immer wieder mit einer guten Musik hinten im Hintergrund. Essen muss er frei machen und da braucht man Atmosphäre. Seht, die Butter tanzt. Die hat einen eigenen Rhythmus, die Butter. Die hat einen Rhythmus wie der Wiener Walzer. Geht so richtig in sich auf, vor lauter Freude. Die Musik schwingt. Alles ist Schwingung, alles geht in die Butter rein und das wird es mitessen. Ich hoffe, dass das mit dem Ton oder halt gut funktioniert. Werden wir schauen. Das müssen wir halt sonst noch vertonen. Ja, wir wollen euch ja nichts vorenthalten. Ja. Mal schauen, wie das funktioniert, gell?
Auf jeden Fall ist das Teil trinkt und trinkt und trinkt. Ich glaube, wir können euch alles sagen, nur nicht den guten Geruch, für den wir es dann selber sorgen. Aber ich glaube, das wird nicht so schwierig werden. So. Jetzt können wir es reinmischen. Und jetzt wird das Ganze da dazu gekühlt. Oder dazu gemischt, wie der Roman so sagt. Ein paar Pizza muss ich machen. So, natürlich ist ein bisschen heiß jetzt die Butter, gell? Nicht gleich mit den Potzen reingelangen, weil sonst brennt es ein bisschen. Also ein bisschen warten wir am ersten Fenster offen, es wird eh gleich sein. Also das sieht man eh gleich, wenn es ein bisschen fester wird. Ist ja ähnlich wie ein Sterz, kann man sagen. Da sieht man das da, das wird eh schon fester. Und wie gesagt, dass man jetzt viel Semmelbrösel vorher nimmt, gell, nachher den Rest dazu, damit man dann besser einschätzt. Das wird ja nicht spaßig werden, aber auch nicht trocken. Also Semmelbröseln kann man aber wieder dazu tun, falls es dünn ist. Nur wenn es dick ist, dann ist es blöd, dann muss man wieder was nachschütten. Und wenn man nichts mehr hat zum Nachschütten, dann ist es ganz blöd. Wird wieder gemischt, erst das Knacksen, frisch ist die ganze Sache noch. Ihr seht, das kriegt schon richtig tief. Schaut das ja wie bei einem Knödel schon. Und das Knackige wird gleich aufhören und es wird ein bisschen katzig werden. Wie gesagt, gut für die Hände. Gut fürs Gefühl. Eine Handreflexzonenmassage. Seht ihr, ein ganz kleines bisschen da noch dazu. Mittlerweile geht der Film schon auf die 14, 15 Minuten zu. Aber so ist es einmal so. Ein Essen ist ja nicht in 2 Sekunden gekocht, sondern das dauert eine Zeit. Ah, jetzt haben wir ihn erwischt. Jetzt geht es dahin, jetzt wird das fester und jetzt wird das zu einer Form von einem Knödel. Das heißt, das wird da dann noch ganz speziell eingerollt. Jetzt kommen die Gewürze rein. Haben wir ein paar Kräuter, Oregano, Paprika, Muskatnuss, dann das Salz tun wir noch und später das Himalaya-Salz. Wir haben Ingwer dabei, Isop und ansonsten Pfeffer noch. Also alles ganz einfache Sachen, die was übrig gibt. So. Der Kameramann, der wird jetzt noch das Salz dazu mischen. Ah ja, ein wenig spatzige Finger. Soll ich das grobe oder so feine hernehmen? Wo ist das feine überhaupt? Ach so, ja, nehmen wir das feine. Wo ist das? So wieder zurück da. Mhm. Da in den mittleren. Wie gesagt, das ist jetzt das Salz. Wenn man es nochmal sieht, das Himalaya-Salz. Entjodiert ist natürlich beim Feinsten. Geht natürlich ganz nicht, und das mischen wir dann rein. Siehst du, das ist mein Handel auch mal dabei, dass nicht alles von Ramelos ist. Von eben auch ohne Flur. Und das geht auch alles nach dem Gefühl und geht dahin. Und ich glaube, das passt eh schon. Nach Salzen kann man in Notfall immer. Das Gefühl ist ein bisschen blöd, weißt du, das sagt man meistens, wenn man es verliebt. Wo ich verliebt, ja schön ist. Ne? Liebe geht durch den Magen. Mhm. Und viel Salz wird man doch nicht vertragen. Mhm. Sonst wird es eine salzige Angelegenheit. Da. Gut eingemischt, gut zusammentraut. Und jetzt geht's dahin. Die Masse. Können wir das noch einmal ein wenig runterlassen, oder? 20 Minuten, oder? Haben wir 20 Minuten runterlassen, genau. Also, wie ich es so gesagt habe, das wird dann 20 Minuten für das Ruhen. Und da drücke ich jetzt auf die Pause, weil das habe ich eh schon alles gesagt. Weil die 20 Minuten Ruhen sind nicht ganz interessant. So, jetzt sind wir wieder da. Machen wir die Mayonnaise für die Salatmarinade. Mayonnaise vegan, ohne Ei, ohne Milch. Dazu, ja, wie wäre man, nehmen wir mal 100 Milliliter reicht von Öl. Mit da reingeschüttet, gell. Sollte man vielleicht abmessen, in dem Fall, dass, nicht, dass wir so ein bisschen erfahren sind, wir machen es noch kühl. Aber da ist eher ein Messbecher, das sind ca. 100 Milliliter, gell. Jetzt geben wir wieder Milchersatz, Hafer. Mhm. Typisch, was der, die Haferpartie. Gibt's auch, wir haben so plus Kalzium sogar, gibt es auch ohne Kalzium, bei Hafer. Geben wir eben so viel Öl, so viel Milch muss man einmal dazu, also sagen wir doppelt so viel Milch, dreifach so viel Milch, muss dann von Ölverhältnis her. Zwischen 200 und 300 Milliliter. Das geben Milch. Wir mal 200 Milliliter Milch dazu. Dazu kann man nachher noch rein, das ist es einmal nur, weil man das mixen tut dann, damit man raus. Lieber ein bisschen weniger, weil man kann immer nur dazu tun und das geht da eigentlich auch. Ein bisschen Pfeffer,
Also ein bisschen Geschmack dazu kommt, Pfeffer rein, gell? Ja, wie kann man auch Senf dazu geben, aber nur einen Schuss, weil so viel sich die Mayonnaise auch wieder nicht schmecken. Beim Senf muss ich dazu sagen, könnt ihr jeden hernehmen, was wollt. Das ist ja alles aus pflanzlichen Produkten. Das heißt, jetzt könnt ihr süßen, einen scharfen, einen extra scharfen hernehmen. Also kein Problem. Gesagt, jetzt geben wir Ei dazu. Wir werden so in etwa 2 Eier geben. Das heißt, bei dem Eiersatz 4 Esslöffel, Teelöffel. Dann 2 Eier, gell? Diesmal brauchen wir kein Wasser dazu, weil jetzt die Flüssigkeit eh schon. Ja, ist die Milch, gell? Ist. Ja. Sonst darf die Mayonnaise auch zu wasserig werden. Und dann, wir wollen ein bisschen eine festere Mayonnaise. Dann am Schluss Prise Salz. Ungefähr das Himalaya-Salz. Geht mal rein nach dem Gefühl, wenn man die Form hat. Und sonst muss man es abkosten. Am Schluss werden wir dann noch die Kartoffeln dazu tun. Dann der Tipp, damit dann das wirklich eine feste Mayonnaise wird. Ohne der Kartoffel wird es eher ein bisschen eine flüssige Mayonnaise, was aber auch lecker ist. Je nachdem, was für Gericht man macht. Achso. Ja. Am Anfang nicht auf- und abrühren, das dann erst beim zweiten Vorgang. Zuerst mal nur von unten schön auf. So lange tun, bis wirklich eine einheitliche Farbe ist. Aber noch nicht. Du weißt, kann man gleich alles rein, da wie es gehört. Man sieht jetzt, da oben ist eine Ölschicht und unten ist schon gut vermengt. Und wenn dann die ganze Ölschicht nach und nach einmengt, dann wird es eine schöne Mayonnaise. Wenn man es schnell einmengt mit dem Öl, dann kriegt es so eine richtige Mayonnaise-Kante. Dann brennt sie sich einfach. Wenn man es langsam reinlädt, muss man vielleicht nicht so lange mixen. Jetzt sieht man von oben auch schön eigentlich vor. Die Flanken sind nur die Pfefferkörner. Die kann man jetzt komplett einmischen. Und dadurch jetzt, gehen wir die Kartoffel rein. Man sieht jetzt, es hat so ein bisschen eine wässrige Konsistenz. Das wäre für Soßen vielleicht sehr gut, die Mayonnaise. Aber dadurch, dass wir jetzt einen Salat geben, möchte ich es ein bisschen fester haben. Und gebe jetzt die Kartoffel dazu. Dadurch wird es dann stark. Und dann kann man es auch auf- und abrühren jetzt. Ist auch trotzdem lieber Erdäpfel. Also jetzt gibt es eine Erdäpfelstärke, ne? Nicht Kartoffelstärke. Dann haben wir noch ein Erdäpfel wird das Ganze schön. Ja. Ja. Eine geht noch. Und dann passt es zu Erdäpfel nicht. Das würde ich auch mal. Da ist alles gleich. Und solange man den nicht einstecken tut, kann man ja so abschlecken auch ein bisschen. Mach ich gleich mal kosten, wie das auch schmeckt. Ja, wie meine ich es? Mit einem leichten Kartoffelgeschmack. Das kann nur so gut sein. Man sieht jetzt einen Lüfter. Ah, das ist jetzt schön, wie eigentlich mit der Seite, ganz, ganz geschmeidig. Nein, und sicher besser. Schaut aus wie ein schöner Bart, gell? Sicher viel besser. Also nichts wasserig, sondern das ist leicht geschmeidig, also es heißt leicht fest. Das ist Trockenschlecken, oder was?
Und jetzt machen wir eine Pause wieder, weil wir müssen auch mal was trinken. Eine kleine Zwischenanlage. Mittlerweile hat der Torker da drin so recht gut gerastet. Der wird jetzt gleich mal fertig werden. Ich wollte es einfach mal sagen, er ist jetzt schon schön glas trocken und das sieht man jetzt schon, dass es ein echter Klasse Servettenknödel wird. Ne? Wie gesagt, nur eine kleine Einlage zu unserer Mayonnaise. Nochmal zurück zur Mayonnaise. Wer es noch fester will, sollte jetzt nicht mehr eine Kartoffel nehmen, weil sonst schmeckt es zu kartoffelig. Dann wiederum von Eiersatz 1-2 Löffeln, eventuell 3. Klar, weil wir wollen ja nicht einen Kartoffelpuffer haben, sondern wir wollen auch eine Mayonnaise haben, gell? Mayonnaise in der Tube ist nämlich oft ein bisschen fester. Wir haben natürlich dort was ganz was Witziges gemacht. Und zwar zeige ich dir mal einfach das Pflanzerl, wie natürlich und farbenfreudig das aussieht. Wir haben da eben die Aloe Vera Pflanzen, das ist Aloe Vera, oder? Ja, in Latein Parapatensis Mila. Also ein Verwandten von den Kaktus, und ist der Kaktus, keine Ahnung. Dann haben wir jetzt die Kartoffeln, die was wir jetzt erst gesagt haben. Die Paprika haben eine Farbe, das große Dust, und da haben die Cherry-Tomaten, die können wir nicht abschieben raus. Nur mal für den Gewürztopf, was der geht da hin. Und das ist das Teil, da kommt das jetzt alles rein. Natürlich nicht die Mayonnaise, die machen wir so. Ne? Da ist der Spitzbuhr, also unser Hyper-Salat, der Häuptling. Da alles da, also schaut vom Feinsten aus. Also wirklich frei zum Kochen. Man glaubt, man ist eigentlich im Freien, da weiß man in einer Wohnung und ist gemütlich benannt. Ich verstehe es nicht ganz zum Hilfe und so, ja. Die alten werden es nicht schaffen. Nein, nein. Dafür gibt es ja uns unter anderem. Und die 99%. Die sind 99%, das sind zu viel für die kleinen. Es rechnen 33%. Ja, ja. Die kritische Masse. Kritische Masse, das ist logisch. Das machen wir bei den Feuern, ja, schon. Gut. Genau, und du hast da Kernöl auch gehabt, gell, hast du gesagt? Ja, das Kernöl haben wir auch da. Das ist das kleine Flasche, das steht da nicht. Da werden wir dann alles schneiden und Shopping Bang. Haben wir natürlich auch ganz was Feines. Steirisches Kernöl. Alles da, wie es gehört. Es braucht echt lang, bis das kocht. Ja, das Wasser, das wird ein bisschen dauern, aber es wird schon heiß, es bewegt sich schon. Ja, wir haben da einen alten Topf, sieht man eigentlich nicht am Gescheit, ist da ein Topf mit einem gescheiten Unterplatten, wie es jetzt schon längst gibt. Aber wie gesagt, wir sind auch relativ arm und können uns nicht alles leisten. Ne? Es wird alles vorbereitet, aber damit man sieht, das ist schon mal die Grundlage, so wo der Knödel gemacht wird. Ja, machen wir so ein Making-of von der Filmaufnahme. Ganz kurz, nochmal da, das kommt dann da rein, so schaut das dann da rein aus. Da haben wir die Butter, die kommt rein. Ja. Und, was gibt's noch? Na, natürlich braucht man immer mehr, weil wir dann jetzt dann die Knödelmasse da einwickeln, vorher mit Butter beschmieren. Das können wir vielleicht eh schon gleich machen, weil die Masse nachher nicht auf den Handtuch anklebt, da kann man mit Butter schön einschmieren. Das rechnen wir uns halt mal aus, wie viel Masse haben wir. Wir können nicht so komplett die Wurst machen, sie müssen mehr dicker machen. Also muss ich einen Topfplatz haben, ne? Wir brauchen halt fast zwei von den Tierchen, gell? Ja, ich meine, ich habe da frisch was noch Tierchen schauen, was nicht. Wenn ich so warm. Ja, das ist ja cool, dann kann man nicht zwei machen. Ne? Ja, dann machen wir zwei. Ist, ich glaube, das ist. Nein, das ist mit 90 Grad. Dann nehmen wir den mal ein bisschen dicker, so. Ja, und das ist das zweite. Cool. Ganz warm ist mein Haushalt auch nicht, obwohl wir so sehr arm sind. Ja, die Beamten sind alle arm. Ja, immer diese. Alle wird rumgehackt auf einer und. Mhm. Ja. Ja, ein bisschen Privileg muss das sein. Ja, vor allem wenn man schaut, dass andere auch tragen, das Privileg ist das doch gut, dass einer so ein Amt. Sechs schaut das aus und dann wird das da einfach reingeschmiert. Wie auf einem Butterbrot. Wird das geschmiert? Das bitte noch nicht essen, weil Gschiedöckel mit Butter, das ist glaube ich nicht ganz so gut. Ja, das kennen Ziegen ganz gut, aber wir sind ja keine Ziegen. Obwohl es auch ein sehr natürliches Produkt war. Charlie Chaplin hat seine Schuhe gegessen. Mhm. Ja, gute Schuhpasta war sicher, du kannst auch Vorweine mischen, dann passt das ganz genau. Der macht das da, der schmiert das rein. Braucht man gar nicht so sparen, weil das Wasser löst dafür auf. Mhm. Und das wird wirklich sich dann wieder schön ablösen, der Knödel. Hoppala. Nur keine Hektik, nicht viel Falten machen, ganz locker bleiben.
gell, so soll es sein. Aber wie gesagt. Aber mit der Hand? Zum Schluss geht es eh locker mit der Hand. Und dann kann man das, ist es ja super gespannt. So, ich glaube, das reicht. Ganz geschmacklich. So, stell die Frage nochmal. Also, er hat gesagt, warum man eigentlich Serviettenknödel machen kann und keine Mannknödeln. Ja, warum man lieber Serviettenknödel? Ja, genau, dass man es richtig sagt. Warum macht man das da in dem Fall? Erstens einmal sind es geschmackiger, weil einfach das ganze Zeug nicht ins Wasser so schnell reinläuft und vor allem gelingen es besser, dass nicht auf in Wasser sie auflösen, weil hier und da vergisst man irgendwas, die Stärke-Sachen, dass der Knödel zusammenhält von Ei oder etc. Und das ist ein Schutzhaut. Naja, und vor allem, wenn man den dann aussieht und in feine Scheiben schneidet, dann schaut das auch ein bisschen eleganter aus, gell? Ah, genau. Man isst ja auch mit dem Auge, gell? Ja. So ist es so, es ist nichts das Auge, das ist ein Maraxidöchel, da liegt halt die Margarine drauf, die Butter drauf, die, was wir schon zuerst erwähnt haben, und das ist nochmal die Masse, ja, und ist was zaubert, was jetzt passiert ist, da haben wir die Masse wirklich da rein, beinhart. Also, die hat jetzt circa eine halbe Stunde geruht. Seht ihr, wie schön fest das ist? Gehen wir noch ein bisschen dazu. So. Das Schöne daran ist, dass man kann sich das genau aufs Kilo ausmessen, dass man ganz genau weiß, wie groß das wird. Es dehnt sich schon ein bisschen aus, aber nicht viel. Hingegen, wenn man die Knödel macht, wie man es jetzt erwähnt, die gehen gescheit auseinander. Dann, für die ewig Junggebliebenen gibt es immer was zum Auslecken. Ja, wir haben ja nämlich ein paar Schlecker. Naja gut, was der Fisch ist, ne? Jetzt wird das noch schön ein bisschen zusammengedruckt, dass es angepasst wird perfekt und dass man das ganz, ganz vom Feinsten einrollen kann. Natürlich da auch, wenn wir zwei machen. Wie gesagt, das ganze Essen ist für ca. 4 Personen, vielleicht auch 5, nicht so genau. Genau, so. Also. Dann wird das ganze Knummer schön zusammengeholt, gut anpasst, schaut aus wie eine Wurst, wie so eine Stofffetzenwurst. Dann wird das da richtig zusammengebunden, wie bei einer Wurst halt, da genau das gleiche. So, nehmen wir einen Bindfaden. Die werden aber eh nicht groß. Jeder gute Pfadfinder hat so einen Bindfaden daheim. Das heißt, du kannst die Knödel nicht an der Lager frei machen. Aber da brauchst du gewisse Zutaten, damit du es machen kannst. Ne? Und ich glaube, du brauchst öfters ein nächstes Geschirrdeckel, wenn du es über den Lager frei machst. Auf jeden Fall ist es lustig. So. Mittlerweile ist der Topf lauwarm, haben wir einen gescheiten Schleck gehabt. Ne? Jetzt tun wir das schön spiralförmig umwickeln bis zum anderen Ende der sogenannten Semmelwurst. Kann man ruhig anziehen, dass sich jetzt zusammenzieht, weil es wird ja nicht auf der Seite alles ausgelaufen. Kann der schon länger der Zug da sein und es darf ein bisschen was da sein, dass man es auch sieht, dass man es auch hat. Gell? Man braucht es doch nicht fürchten, es rennt nicht davon. Wenn man dann das Ende hat, hinten zuhalten, genau, damit es nachher nicht wieder rauslaufen. Genau, hinten ist ganz wichtig, dass du gescheit auslierst, wie es immer ist. Ein gescheiter Bremser geht auch her. So, dann das Ende gut abdrehen und dann fahren wir nochmal auf Kreuz mit der Spiralumwickelung. Jetzt ist genau gegengesetzt, dass man von der einen Seite umdreht und von der anderen Seite Druck. Dann hast du es schon richtig spiralförmig, ne? Also wenn du ein schönes Karamuster habt auf den fertigen Rollen der Serviettenknödel. Das zeige ich nachher, jetzt habe ich die Hand erwischt. Jetzt sieht man es nicht, weil er hackelt ja nur. Da haben wir los einmal zu Hackerer. Und jetzt sieht man das super, wie es ist übers Kreuz. Und da kann man durchgehen. Fast parallel oder regelmäßig oder gleichmäßig. Alles klar. Langsamer. So sagt jetzt schönes Karamuster. So, und genau, jetzt bin ich zusammen. Jetzt wird das zusammenbunden. Auf dem einen Ende war ja zuerst schon das eine End. Das wird man überlassen. Das wird man überlassen auf den einen End, damit man nachher nicht das Teil suchen muss. Ne? Dann könnt ihr es zusammenknoten.
und geht dahin. Nochmal mal zu dem ganzen, was er kocht jetzt. Wir haben da zuerst noch ein bisschen Salz reingehauen, bevor es, also wie es zum Kochen angefangen hat. Das, wow. haben wir jetzt nicht mehr gefilmt, das ist mir schon passiert. Aber dafür haben wir jetzt seit dem Salz, das was also drin ist, eben die Tierkleine, wo der Knödel drin ist. Und jetzt geht's dahin. Man schaut, dass die Zipfel noch draußen sind, weil man sieht ja die Knödeln, diese werten Knödeln oft dran wenden, damit man nicht ins heiße Wasser greift, kann man dann so schön drehen und später halt nachher und dann kocht alles schön rein. Wie gesagt, es ist alles drinnen, es geht dahin. Man kann jetzt nur am Anfang ein bisschen Deckel drauf tun, aber dann, wenn es mal wieder dahin köchelt, Deckel wieder runter tun. Echt wahr? Ja, ist besser. Ja. Also eigentlich kocht man ohne Deckel, aber durch den, dass es ein alter Häfen ist, ja, es ist so, nein, wenn er mal kocht, kocht sowieso. Ja, aber trotzdem. Ja, du lässt keine Energie nicht mehr. Das ist warm in der Hütte heute. Ach, wenn man auf die Energie schauen, so dass es verschwendet wird, die wird. Damit man nochmal was erzählt, ich wollte was vergessen, das kocht wirklich das Glas dahin. Wie lange sollten die kochen? Wie die anderen Knödel oder länger oder kürzer? Sagen wir mal 20, 30 Minuten. Also, ich hätte alles gesagt, 20 bis 30 Minuten und dann soll die Geschichte fertig sein. So, gesagt ist gesagt. Es ist ja eben kein Ei, darum geht es so schnell. Es ist ja vegan. Ei darf ja viel schneller herzen und das ganze Zeug. Alles dazu gesagt? Wenn irgendwer noch fragt, okay, ausgefuckt. Jetzt tun wir mal einfach wieder das Härtenknödel dran, damit sie gleichmäßig werden. Weil wir wollen ja jetzt auch einen Barz, ausseiten Barz und ausseiten schön fest haben. Das ist schon fest. Dass die Färge schon richtig fest wird, ja. So, runter und jetzt mit den anderen auch. Wir haben da zwei drin, der andere muss mal raus. Das machen. Ja, sollte man so machen. Ja, weil der Topf nicht ganz so hoch ist. Nein, ich werde jetzt in drei Jahren nicht tun. Ah, ja. Ja, aber das ist ein bisschen größer, das Teil. Was jetzt unten ist Herz und oben kühler. Da ist oben mehr Bart und unten ist er fest. Wir möchten einen gleichmäßigen Knödel haben, der jetzt von der Festigkeit ist. So. Ja. Jetzt haben wir das gemacht. In der Zwischenzeit können wir einen Salat jetzt anrichten und schneiden. Das Deckel wird natürlich nicht. Dann machen wir dann Salat. Nehmen wir Salat, dann schneiden wir Tomaten rein, Paprika, die Kartoffeln kommen rein. Salat haben wir nochmal schön Heibensalat. Haben wir schön gewaschen. Schaut aus, wunderbar. Jetzt können wir ihn einfach einmal zerkleinern. Dann wird es trotzdem gleich. Dann haben wir dem jetzt erst das rein. Da wird das rausgenommen und dann, wenn fast das ist, dann wird das Ganze ein bisschen. Gehen wir ein bisschen falten. Nummer, und dann wird es richtig gerissen. Eine Frage. Muss man vorher die Hände waschen? Ja, natürlich. Ja, Arschbohren dazwischen durch, das geht nicht. Weil wir haben so viel. Weil, schaut, warte mal, ist doch Arschbohren geworden. Wenn man so wunderbare Gewürze. Eiersporen, wenn man so wunderbare Gewürze hernimmt. Das schmeckt mit Isop super, mit Ingwer haben wir dazu da, Paprika haben wir dazu da, Salz, ein paar gute Kräuter mit Oregano, unseren Knoblauch haben wir dazu da, ein Ingwer, ein Isop, Pfeffer. Das mischen wir jetzt dann mit einem Gurtel, Apfelessig an. Ein bisschen Wasser dazu. Ein wenig Senf, schaut da nicht. So. Ein bisschen Wasser dazu. Chaga, chaga, Wasser rein, zack, rein da. So. Mit viel Liebe. Und jetzt haben wir Liebe eingegeben. So, lala. Jetzt nehmen wir mal ein Messer, brauchen wir noch. Ja, das ist eine schlechte Vorbereitung, was ich jetzt gehabt habe. Aber Messer ist ja da. Das ist nicht quasi ein großes Messer, aber es funktioniert. So. Wie immer halt beim Paprika. Dann geht man Paprika so raus, dann geht man zur Spüle, klopft drauf. Das Fass fliegt was raus.
Und dann seht ihr, da ist eigentlich kein Kerntel mehr drinnen dann. Das machen wir dann eben noch mit Beim Heller. Das gleiche. Dass das eine richtige Form braucht, haben wir drei verschiedene genommen. Das sind Tricolo, Paprika Mix. Das ist eh keiner persönlich, oder? Wird dann jetzt zusammengedreht. Super. Das tut weh, wenn das nicht der Fall ist. Hast du ein Ding gedreht? Ja. So. Da seht ihr, jetzt sind wirklich viele Kerntel drinnen und ich. Schaut aus wie die Erden von oben, von irgendeinem Pol, in ein Loch reingefahren, gell? Klopft mal aus, bevor man das schneidet, einfach ausklopfen, sonst hat man nachher die Fieflerei. Und hoffentlich klopfen sie nicht unsere Erden so aus. Kochen soll Spaß machen, keine Fieflerei werden. So, und die restlichen Kerntel, die bleiben eh hängen, die schneidet man dann runter. Ja, das kocht eh dahin. Da habe ich wieder geschnitten. Und jetzt wird das Ganze nochmal ganz schön ausgeschnitten. Das heißt, das weiße Zeug nochmal ein bisschen Ratzeputz weggemacht. Weil das will ich auch gar nicht. Es schmeckt das sehr bitter. Und außerdem schaut es nicht schön aus, gell? Wirklich nur den Paprika hernehmen. So, das schneide ich dann klar. So, schaut, so soll das ausschauen. Damit das weiße Zeug nicht dabei ist, gell? Das sehen wir alle bei Jukugin, oder? Mhm. Im Grunde so viel Grünen brauchen wir jetzt auch nicht, weil wir eine schöne Mischung haben. Mischung ist immer gut. Schauen wir mal. Jetzt kommt der Rote dran, damit das Ganze ein bisschen Farbe kriegt, gell? Da ist auch nichts mehr weiß dabei, jetzt geht Rutzi Putz. Siehst du, wie das aussieht dort? Mit einem kleinen Messer geht das ja zacker zacker. Und schaut super aus, hat eine Farbe. Farben braucht wie im Frühling. Oje, ich werde gleich nicht mehr Pause machen. So, mittlerweile haben die Dinger da draußen weg und wir haben sie daher gelegt. Die lassen wir jetzt ab, also ein bisschen abkühlen, damit sie dann einfach mal ein bisschen fertig sind und von links sind die zwei Würst. Ne? Wenn sie kühler sind, lassen sie sich schön schneiden, weil sie ist doch ein bisschen klebrig und batzig sein können. Naja, da links da die zwei Spitzbuben, gell? Ja. Mittlerweile ist auch der Salat relativ salatmäßig. Da sind ein Haufen Formen drinnen, also roter Paprika, gelber Paprika, grüner Paprika, Hypersalat, da haben wir noch eine Schere Tomaten und natürlich da haben wir noch ein paar Kartoffeln dazu, dass es vom Feinsten ist. Ne? Da hast du die Marinade, was hat da was rein da? Pfeffer, Ingwer, Paprika, Salz, Muskatnuss und Ysop mit Kräuter. Also alles benannt. Was haben wir noch? Haben wir noch dazu, da Apfelessig und Wasser. Mhm. Da haben wir noch ein paar so Dinge, dass man sich alles erst sieht. Immer wieder alles da. Also wird schon langsam. Also ein kleines bisschen noch und dann gehen wir weiter. 10 Minuten lassen wir die Knödel jetzt noch auskühlen und dann schneiden wir es rein. Gut, so, das war's jetzt einmal. Dann haben wir nochmal den Knödel, also ganzes, wie gut rausgekommen ist. Und das Ganze, sagen Sie mal her, Romulus, ja, wie schön das ist verlaufen. Haben wir den schön auseinandergeschnitten, jetzt seht ihr, wie schön fest der ist. So, schöne Serviettenknödelform. Schaut wirklich fest aus, gell? Ja. Naja. Ihr seht es da, schön. Ja, schön. Wunderschön kreativ. Und lecker das nachher ausschaut, wie man das dekoriert, darum eben Serviettenknödel, gell? Reine. Genau, wenn wir zuerst schon mal gesagt hätten, kann man dann ganz, ganz unterschiedlich verwenden. Eben, wie es ist, dass man es einfach auch so isst, mit irgendwelchen was Guten, zum Beispiel Champignons oder was und so weiter. Man kann natürlich das Ganze dann auch abresten, das ist nicht auch vom Feinsten. Oder, so wie es mir heute haben, dann ja, in Salat rein, ne? Ja, das haben wir eben das ganze Gemüse und was wir eben zuerst geschnitten haben, mit der Salatmarinade und dem Mayonnaise, was wir gemacht haben, da haben wir jetzt dann eben mit denen da zusammenmischen, dann eben die Kartoffeln auch noch, schön so groß schneiden,
dann zusammen in die Schüssel, wo wir zuerst gehabt haben, mit dem Mayonnaise und dem Gemüse. Und dann, wenn es angekriegt ist, kriegt das gleich weiter. Ja, so schaut das aus, gell? Vom Feinsten einfach. Ja, die Zutaten haben wir ja auch noch mal ein bisschen da. Da haben wir ein bisschen Paprika noch mal, wisst ihr, ein paar, den Hypersalat, die Knoblauch, die Kartoffeln, alles nur so vom Feinsten. Die Chili-Tomaten, Schere-Tomaten, Entschuldige, nicht Chili-Tomaten, so scharf haben wir nicht unterwegs heute. Ja, ja. Das Kürbiskernöl, was man natürlich da noch rein tut. Mit dem Apfelessig. Den Apfelessig. Ja. Und die Mayonnaise, was wir gemacht und die Mayonnaise, die was wir selbst zuerst gemacht haben. Genau. Gut, das war's. Hat mich echt gefreut, wenn ihr aufmerksam zuhört und euch das anschaut. Und wenn ihr es auch vielleicht mal irgendwas selber probiert, das weiß ich auch, und eigentlich was geht, für das sind wir da. Also dann, bis irgendwann. Es ist das Endresultat. Allerdings noch ein Essen. So, jetzt ist das Ganze fertig. Natürlich wollen wir das Ganze ein bisschen zeigen, dass man das Glas herrichtet. Also das sind jetzt die vier Teller, wir sind vier Personen. Der Romulus macht es da und richtig schön portioniert her, dass das Glas ausschaut. Also man sieht so ein ganz Glas, ein schönes Salat. Und ist alles drinnen. Knödel, Paprika, Gurken, Gurken, aber keine Tomaten. Und Zwiebel ist dabei natürlich, Knoblauch, Haufen Gewürze, haben wir jetzt alles gesagt. Wie gesagt, die Knödelstückeln, dass man das auch nochmal sieht, passen super rein. Dass man das vom Feinsten sieht, genau, und ein ganz tolles Licht, so schaut es dann aus. Also wirklich sehr, sehr, sehr anregend. So, Leute, das war's. Angerichtet soll es, essen lassen wir es uns und schmecken lassen wir es uns. Und dann noch was drauf. Ja, genau. So. Nachschlag gibt es auch noch, wenn es war. Okay. Muss also, immer sein. Ja. Ich darf nie kochen ohne Nachschlag, sonst sind Leute beleidigt. Genau. Also, guten Appetit. Lasst es euch gut schmecken. Durst. Haben wir Durst? Nee. Brauchen Sie was zum Trinken? Nee. Nee.